Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir, wie du gesund abnehmen kannst. Ich stelle dir 12 Lebensmittel vor, welche du tonnenweise essen kannst. Für mehr solcher Videos abonniere jetzt meinen Kanal. Los geht's! Erstens, Sellerie. Sellerie wirkt sehr sättigend und macht garantiert nicht dick. 100 Gramm Sellerie enthalten gerade mal 6 Kalorien. Außerdem ist Sellerie super gesund. Es entgiftet den Körper, senkt den Blutdruck und fördert die Verdauung. Zweitens, Eiklar. Mit Eiklar meine ich nur das Weiße vom Ei. Ein Eiklar hat nur 17 Kalorien. Außerdem halten Eier lange satt und helfen dir so, bis zur nächsten Mahlzeit zu überstehen. Am besten mixt du das Eiklar mit Gemüse, wie zum Beispiel der Tomate. Dadurch erhältst du eine super leckere Mahlzeit, die dich sehr lange satt hält. Drittens, Gurken. Gurken bestehen zu 97% aus Wasser und enthalten nur 12 Kalorien pro Gurke. Außerdem wirken Gurken entzündungshemmend, senken das Krebsrisiko und verschaffen dir einen frischen Atem. Du solltest Gurken allerdings nicht schälen, denn die meisten Vitamine sitzen direkt unter der Schale. Viertens, Blumenkohl. Blumenkohl enthält nur 25 Kalorien pro 100 Gramm. Außerdem steckt Blumenkohl voller wichtiger Vitamine. Besonders Vitamin C ist reichlich vertreten. Es gibt viele leckere Blumenkohlrezepte. Du kannst zum Beispiel eine Low-Carb-Pizza mit Blumenkohlboden backen. Alles, was du dafür brauchst, sind Eier, Blumenkohl und Käse. Probier es mal aus. Im Internet findest du viele Blumenkohl-Pizza-Rezepte. Fünftens, Tomaten. Tomaten sind nicht nur super lecker, sie sind auch sehr gesund und kalorienarm. Eine Tomate kommt auf ungefähr 20 Kalorien. Das rote Gemüse enthält viel Lycopin, welches das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen mindern kann. Außerdem enthält sie 13 verschiedene Vitamine. Sechstens, Brokkoli. Brokkoli enthält 30 Kalorien pro 100 Gramm und ist sehr nährstoffreich. Vitamin A, C, E und K tummeln sich in großer Menge in dem grünen Gemüse. Außerdem enthält Brokkoli viel Kalzium. Während einer Diät kannst du Brokkoli super mit anderen Lebensmitteln kombinieren. Siebtens, Orangen. Gesund abnehmen geht auch mit Obst. Orangen sind sehr lecker und noch dazu wahnsinnig gesund. Eine Orange enthält ungefähr 70 Kalorien und ist bekannt dafür, eine große Menge an Vitamin C zu enthalten. Beim Schälen solltest du die weiße Hautschicht unter der Schale dran lassen. Diese enthält sehr viel Ballaststoffe. Achtens, Erbsen. Erbsen haben 81 Kalorien pro 100 Gramm. Sie enthalten sehr viel Protein und viele Ballaststoffe. Erbsen können das Risiko, an Krebs zu erkranken oder einen Herzinfarkt zu bekommen, deutlich mindern. Außerdem verlangsamen sie die Hautalterung. Neuntens, Wassermelonen. Wassermelonen sind perfekt dazu geeignet, deine Lust auf etwas Süßes zu zügeln. Die super leckeren Melonen versüßen deine Ernährung und enthalten nur 30 Kalorien pro 100 Gramm. Die perfekte Abkühlung an heißen Tagen und der perfekte Süßigkeitenersatz. Zehntens, Erdbeeren. Erdbeeren gehören zu den kalorienärmsten Früchten überhaupt. 100 Gramm der süßen Frucht enthalten nur 33 Kalorien. Außerdem enthalten sie sehr viel Vitamin C. Zwei Erdbeeren kommen auf genauso viel Vitamin C wie eine Orange. 11. Himbeeren. Himbeeren haben 50 Kalorien pro 100 Gramm. Sie enthalten viel Vitamin C und eine Menge Antioxidantien. Noch dazu schmecken sie super lecker. 12. Blaubeeren. Blaubeeren haben 55 Kalorien pro 100 Gramm. Sie enthalten mehr Antioxidantien als jedes andere Obst auf dieser Erde. Das waren 12 Lebensmittel, mit denen du gesund abnehmen kannst. Welches Lebensmittel davon schmeckt dir am besten? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, vergiss nicht, mich zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.